Dieses Video wollen wir noch einmal nutzen, um auf die konspirative Anreise einiger motivierter Autostädter aus Wolfsburg am Wochenende in Mainz einzugehen, sowie eine durchaus kreative Aktion im Voraus der Partie seitens der Mainzer Ultraszene. Nachdem wir bereits in einem am Sonntag hochgeladenen Video betonten, dass es im Frühjahr 2023 zwischen Wolfsburg und Mainz im Voraus des Spiels zum Tanz kam, wollten einige motivierte VfL-Anhänger dieses Kapitel am Samstagmorgen wohl erneut aufschlagen. So kam es dazu, dass ein Haufen von rund 40 Wolfsburger J-Ultras bereits am frühen Samstagvormittag in Mainz einfuhr und dort auf einen Plausch mit den Einheimischen vorbereitet wartete. Dabei ist jedoch zu betonen, dass sich der kleine, aber feine Haufen dabei stets in Begleitung einzelner Gesetzeshüter befand. Nachdem über 4 Stunden in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz jedoch nichts passierte, zogen die motivierten Wölfe anschließend zum Stadion und widmeten sich dort der Partie. Dort gab es im Voraus bereits eine geplante und durchaus kreative Aktion der Ultras Mainz, die sich an den eigenen Vorstand richtete. Eine Abordnung Mainzer Ultras brachte einen vollbestückten Obstkorb mit Brief an den Vorstand zur Geschäftsstelle des eigenen Vereins. Was der Inhalt dieses Briefes war, konnte man anschließend leicht erahnen, als man nur kurz nach Stadionöffnung in den Heimbereich der FSV-Fans schaute. Dort wurde eine Stempelkarte unter der Aufschrift „Den Fan zum Obstmachen“ platziert, die alle drei Funktionäre aus dem Vorstand der Rheinhessen zeigten. Im unteren Bereich der Karte waren 5 Aussagen abgebildet, die allesamt als abgehackt deklariert wurden. Testspiel gegen Newcastle United ansetzen. Zum Heimspiel gegen Hoffenheim ausrufen, Kritik als Ideologie abstempeln, Ja zu Investoren in der DFL, Vorstand übergeht Vereinsstrukturen. All diese Punkte dürften die Mainzer Szene in der jüngeren Vergangenheit durchaus sauer aufgestoßen sein, weshalb man sich nun über das selbstverständliche Handeln von Christian Heidel und Co. lustig machte. Auch 2 neue Gruppen der Ultraszene des FSV erblickten am Samstag mit ihren Zaunfahnen zum ersten Mal das Licht, darauf sind wir jedoch bereits in einem anderen Video detaillierter eingegangen. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.